Heute Abend zeichnen wir für Sie den letzten TV-Gottesdienst auf. Ein besonderer Gottesdienst, denn wir feiern miteinander Pfingsten. Miteinander das Fest des Heiligen Geistes. Miteinander das erste große Fest, das wir auch wieder in der Kirche in Gemeinschaft feiern dürfen. Nachdem letzte Woche der evangelische Gottesdienst das Symbol des Wassers in den Vordergrund gestellt hat, bietet sich natürlich für Pfingsten das Feuer und der Wind an. Wir möchten diesen Elementen auf die Spur kommen und über diese Elemente zum Heiligen Geist finden. Zu der Kraft, die uns lebendig hält, die uns ausmacht und zu der Kraft, die uns hilft, den tieferen Sinn des Lebens zu erkennen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen. Lassen Sie sich von den verschiedenen Symbolen und Zeugnissen ansprechen und berühren. Yep. Sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht uns frei, damit wir einander befreien. Wer friedlos ist, wer Hass im Herzen trägt, wer entzweit lebt, wer befreit sie zum Frieden, die Sache Jesu braucht. Sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht uns frei, damit wir einander befreien. Wer verzweifelt ist, wer verbittert klagt, wer entfremdet lebt, wer befreit sie zur Hoffnung, die Sache Jesu braucht. Sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht uns frei, damit wir einander befreien. Wo Fronten sind, wo Grenzen trennen, wo Mauern stehen, wer befreit sie zum Gespräch? Die Sache Jesu. Sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht uns frei, damit wir einander befreien. Wo Schreie sind, wo Hunger herrscht, wo Elend haust, wer befreit uns zur Gerechtigkeit? Die Sache Begeisterte, sein Geist sucht sie auch unter uns, er macht uns frei, damit wir einander befreien. Ja, ba, ba, ja, ba, 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 ba. Guter Gott, du hast uns deinen Geist gesendet. Das sichtbare Zeichen dafür waren Flammen auf dem Kopf von den Aposteln. Die Flamme oder mindestens eine kleine Glut brennt in jedem von uns. Gib uns den Treibstoff, um die Flamme zu erhalten,
um sie stärker und größer zu machen. Dass wir das Feuer und die Kraft des Geistes in uns spüren und dass wir uns mit dieser Kraft und Begeisterung für die Kirche, die Gemeinschaft und das Leben einsetzen können. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ja, der Heilige Geist ist nicht nur ein laues Lüftchen, aber gewaltig. Der Heilige Geist ist der, der unmögliche Dinge möglich macht. Der Heilige Geist, der gibt Mut und Stärke. Ja, vielen Dank, Jones, für diese ersten Worte zum Heiligen Geist. Ich weiß aus deiner Geschichte, du hast es mir einmal erzählt, dass das Galluszentrum hier für dich eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Und ich habe den Eindruck, da war auch der Heilige Geist am Werk, dass du immer wieder den weiten Weg hier zum Galluszentrum auf dich genommen hast. Kannst du ein bisschen davon erzählen? Ja. Diese Zeit war für mich eine unglaubliche Zeit, dass ich hier bin und hier arbeiten heute, ist ein wunderbares Erlebnis. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weit kommen wird, dass ich auch in die Kirche mitwirken kann. Ja, ich gehe in die Kirche gehen, aber dass ich auch dabei sein kann, wie heute, über den Heiligen Geist zu sprechen, habe ich mir nicht vorgestellt. Wie ich vorher gesagt habe, es ist der Heilige Geist, der unmögliche Dinge möglich macht. Da ist ein sehr gutes Beispiel, was wir jetzt heute machen. Vielleicht kann ich ein bisschen zum Hintergrund sagen, er hat im Buxer Berg gewohnt im Flüchtlingsheim und ist jeden Sonntag den weiten Weg gelaufen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Das hat ihm Kraft gegeben, das hat ihn über Wasser gehalten, hier in der Fremde, und jetzt ist er unser Messmer. Eine wirklich unglaubliche Geschichte, wo Kräfte gewirkt haben, die wir nicht sehen können, die aber doch da sind. Schwestern und Brüder.
einfache Menschen, so wie jeder Mann. Sie haben Angst und sperren sich ein, doch Gottes Geist reißt Mauern ein. Mit meinem Gott spring ich über Mauern, mit meinem Gott stell ich die Welt auf den Kopf. Meinem Gott, mit den Schwestern und Brüdern bauen wir an unserer Ehre, bauen wir an seinem Reich. Über meine persönlich höchste Mauer bis jetzt bin ich vor etwa 6 Jahren gesprungen. Dort habe ich mein Studium angefangen zur Religionspädagogin. Ich habe Arzthelferin gelernt und bin eigentlich sehr zufrieden mit diesem Beruf. Ich hatte auch sehr Freude, mit den Leuten zu arbeiten und unterschiedliche Herausforderungen jeden Tag zu haben. Und trotzdem war etwas in mir drin, das mich dann irgendwann dazu bewegt hat, um den Entschluss zu fassen. Vor 6 Jahren eben, habe ich dann das Studium angefangen und eigentlich nicht mit sehr viel Hoffnung. Ich war ziemlich überzeugt, dass ich nach dem ersten Jahr sowieso rauskomme. Trotzdem habe ich alles zusammengenommen und einfach mal angefangen. Angefangen hat das Ganze aber schon viel früher, nämlich vor mehr als 10 Jahren, wo in der Seelsorgeeinheit die Firmung ab 18 eingeführt worden ist. Dort konnte ich von ganz Anfang an dabei sein als freiwillige Firmenbegleiterin. Ich konnte meine Ideen einbringen, konnte kreativ mitschaffen, das Unterwegssein und das Diskutieren über Gott und die Welt mit diesen junge Erwachsene, das hat mich begeistert, hat mir viel Freude gemacht und so bin ich einige Jahre dabei geblieben. Irgendwann dann aber wollte ich mehr wissen über theologische Hintergründe. Ich wollte mehr dem inneren Bedürfnis, der inneren Begeisterung nachgehen und habe dann den Entschluss gefasst, das Studium anzufangen. So habe ich auf meine innere Stimme vertraut, bei dieser inneren Begeisterung nachgegangen und habe das Studium schlussendlich auch ohne Probleme geschafft, trotz dieser anfänglichen Zweifel. Dank der Begeisterung und dem Mut, den ich damals hatte, bin ich auch heute noch unterwegs mit jungen Erwachsenen, die sich auf die Firmung vorbereiten und sich dann vielleicht die Firma lassen. Nur jetzt ist es mein Beruf, ein Beruf, wo mich täglich herausfordert, mich aber auch bis heute immer wieder neu begeistert. Hören wir das Pfingstevangelium nach Johannes. Am Abend dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Soweit das Pfingstevangelium. Es ist unser 5. TV-Gottesdienst, den wir heute für Sie aufnehmen. Kommt Ihnen das Evangelium bekannt vor? Wenn Sie die anderen TV-Gottesdienste gesehen haben, wissen Sie, am Weißen Sonntag, auch hier im Galluszentrum, haben wir zu viert Gottesdienst gefeiert und Brot und Wein geteilt und hatten dieses Evangelium. Zweimal kommt es also in der Osterzeit. Heute steht der Heilige Geist im Mittelpunkt.
der Geist, den der Auferstandene seinen Jüngern weitergibt. Beim letzten Mal waren es die verschlossenen Türen, durch die Jesus hindurchgekommen ist und in die Mitte seiner Jünger trat. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite, seine Wunden. Heute geht es um das, was er uns hinterlässt. Um die Kraft durchzuhalten, gegen alle Widerstände durchzuhalten und auf Gott zu vertrauen, dass er an unserer Seite steht. Er hat sie angehaucht, seine Anhänger. Er hat ihnen sein Vermächtnis geschenkt. Seine ganze Lebensgeschichte hat er ihnen anvertraut. Sie sollen diese Geschichte weitertragen. Diese Geschichte von Tod und Auferstehung, diese Geschichte von Wundern, wenn man sich auf Gott einlässt, diese Geschichte, dass Hoffnung viel größer ist, als wir uns das manchmal vorstellen können. Wir haben Zeugnisse gehört von Jones, der ursprünglich aus Nigeria kommt und jetzt unser Messmer hier in Grabs ist. Wir haben ein Zeugnis gehört von Nicole Blumer, eine Buchserin, die jetzt nicht nur Arztgehilfin ist, sondern Religionspädagogin und an unserer Seite wirkt. Wir hören immer wieder Raimund, wie er Musik macht und ganz besondere Töne den Instrumenten hervorlockt. Auch da spüren wir eine besondere Kraft, eine besondere Begabung. Das alles haben wir zusammengetragen, um Ihnen am Bildschirm Mut zu machen, Ihren eigenen Begabungen zu vertrauen, die Kraft des Heiligen Geistes ernst zu nehmen und ihr zu folgen. Es ist so vieles im Leben möglich, wenn wir dem Heiligen Geist vertrauen, dieser Kraft, die in uns wirkt, die uns etwas zuspricht, die uns hilft, ein Beistand ist. Vertrauen wir dieser Kraft, dann können wir Berge versetzen, Mauern überspringen und kulturelle Grenzen überwinden. Amen. Wir bitten für alle, die in Angst und Einsamkeit leben, und für alle,
deren Funke für die Lebensfreude zu erlöschen droht. Schenke ihnen die Kraft, dass das Feuer in ihnen neu entfacht wird. Wir bitten für alle Menschen, die krank sind. Sei für sie der Zündstoff, dass ihr Hoffnungsfunke nicht erlischt. Wir bitten für alle, die in Streit und Krieg leben. Lass deinen Funken überspringen, damit sie in Frieden zusammenleben können. Wir bitten für alle, die um jemanden trauern. Spende ihnen mit deiner wärmenden Flamme Trost und Zuversicht. Herr, voll Vertrauen haben wir unsere Bitten zu dir getragen. Du verlässt keinen und schenkst täglich neue Kraft. Darauf vertrauen wir und deine Güte preisen wir in Ewigkeit. Amen. Und so kamen sie in Scharen, brachten ihre Kinder mit, ihre Kranke, auch die Alten, selbst die Lahmen hielten Schritt. Von der Straße, aus der Gosse, kamen Menschen ohne Zahl, und sie hungerten nach Liebe und nach Gottes Freudenmahl. Heilen, Kranke, Wunden, Schmerz und Leid. Und dort lernten sie zu beten, dass dein Wille Gott geschieht. Und sie lernten so zu leben, dass das Leben nicht vergehe. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest des Glaubens. Aus den Dörfern und der Städten, von ganz nah und auch von fern, mal gespannt, mal eher skeptisch, manche zögern, viele gern. Folgen wir den Spuren Jesu, folgen wir dem, der uns rief. Und wir werden selbst so Boten, dass der Ruf noch gilt, der lief. Eingeladen zum Fest des Glaubens, eingeladen zum Fest. So möchten wir miteinander beten, wie Jesus seine Jünger gelehrt hat, überliefert worden ist. Wir möchten all unsere Anliegen ins Gebet mit einbeziehen, unsere Lieben, die Verstorbenen, Menschen, die Angst haben, verzweifelt, hoffnungslos sind. All da nehmen wir mit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O Gott, schaffe in mir ein reines Herz und senke in mir einen neuen Geist ein. Weise mich nicht zurück von deiner Gegenwart und lass mich in Verbindung mit dir bleiben. Schenke mir die Freude deines Heiles und senke in mir einen neuen Geist ein. Den Text, den ich gerade vorgelesen habe, singen wir nun in italienischer Sprache. O Dio, crea in me un cuore puro, infondi dentro di me uno spirito nuovo. O Dio, crea in me. Wir sind am Ende der Feier angekommen. Vor uns das Feuer, ein Symbol des Lebens neben dem Wind, der gerade über das Feuer streicht. Wir feiern heute miteinander Pfingsten, die Kraft des Heiligen Geistes, die wir fest im Wind und im Feuer spüren. So möchte ich am Schluss um Gottes Segen bitten. Für uns an diesem Tag, für uns in den kommenden Tagen und Wochen. Schöpferischer Gott, du, der du alles gemacht hast, du, der du die Elemente geschaffen hast, du wirkst unsichtbar in allem. Begleite uns mit deinem Segen. Sei uns nahe mit deiner Feuerskraft, mit deiner Inspiration. Sei uns nahe. Darum bitten wir durch dich, den einen und dreifaltigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen.